Gothic 1. Gothic 1, wir haben es, glaube ich, fast durchgespielt. Ich glaube, da ist nicht mehr viel. Wir befinden uns hier irgendwo im Ork-Tempel und ich weiß, das letzte, was wir hatten, wo ich stehen geblieben war, war irgendwo, da ist ein Templer da hinten, genau, ein fanatischer Templer und ein paar Tempelwächter. Jetzt müssen wir also überlegen, wie kriegen wir diesen blöden Wächter da weg. Und ich weiß, ich habe zuletzt ja alles gemacht mit Hilfe des Feuerballs. Ich werde mal... Mir nützen ja jetzt hier auch meine Skelettarmee, mir nützt mir ja auch nichts. Hallo, Kenan Kripo. Warte mal, ich muss kurz überlegen. Kenan Kripo, ist das der Daniel oder war das was ganz anderes? Ich weiß es gar nicht mehr. So, jetzt wollen wir erstmal gucken. Wir könnten jetzt... Das Inner ist schon gefallen, Inner ist schon gefallen. Ja, den Tempelwächter kriegen wir. Jawoll. Das ist nice, das ist nice. Daniel, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. So, sagen wir die erstmal wieder los. Da bin ich ganz zufrieden. Jetzt ist nur noch der fanatische Vollidiot da oben. Den Mr. Fanatik. Schön, dass du es so zeitig und so schnell geschafft hast. Das freut mich riesig. Hast du eine Nachricht, eine E-Mail-Benachrichtigung bekommen oder wie ging das jetzt so schnell? Wir ziehen uns mal schnell einen Heiltrank rein. Das war nicht ein Heiltrank, das war ein Mana-Trank, aber den braucht man ja auch. Und jetzt steht da oben noch ein einziger fanatischer Templer. Und jetzt heißt das, die beiden Orks sind weg. Dann nehmen wir jetzt den Feuerball und versuchen... Hey, hallo Markim, schön, dass auch du da bist, so schnell. Doch, das ist jetzt ultra schnell gegangen gerade mal. Also das freut mich schon riesig. Manchmal, Markim, habe ich das Gefühl... dass Twitch einfach niemanden mitteilt, dass ich gerade einen Stream gestartet habe oder sowas. Und dann stelle ich immer nur fest, ich stream hier und erst nach 45 oder was weiß ich was Minuten taucht dann wirklich jemand im Stream auf. Und da habe ich mich total gewundert, dass es jetzt heute total schnell ging, dass ich gerade erst den Stream angemacht habe und so schnell jemand zugeschaut hat. Da habe ich mich wirklich gewundert. Trotzdem mag ihm auch schön, dass du da bist, freut mich riesig. Ich habe jetzt vor, heute... das Ding durchzuspielen. Also ich hoffe mal, dass wir am Durchspielen jetzt relativ nah dran sind. Jetzt habe ich den hier hängen lassen irgendwo. Wollen wir mal gucken, ob wir den da hinten im Bug festkriegen. Ja, den kriegen wir da. Ach, du hast schon auf Twitch zugeschaut irgendwo und hast dann eine Nachricht gekriegt. Na, wo hast du denn da vorher zugeschaut? Bei wem warst du denn da? Montana Black? Oh, der ist weg. Der ist sehr geil. Ja, ich habe jetzt halt vor, dass... ich habe die Hoffnung, dass ich es heute schaffe, das hier durchzuspielen. Damit wir uns wieder anderen Themen widmen können, wie zum Beispiel... Oh, leider starke Kälte. Das ist natürlich schade. Ich wünsche dir trotzdem eine gute Besserung. Aber Subsistence haben wir zum Beispiel letztens angefangen. Also Subsistence, der Markim, der Darfu, ich und die Gedi. Und da würde ich sehr gerne... Wer war das? Da würde ich also sehr gerne wieder mal wirklich sagen, dass wir dienstags generell eine solche Zockerrunde machen. Die Erin möchte gerne Hand mal spielen. Das heißt, da möchte ich mir also ganz gerne mal mit ihr als Community anschauen. Ich habe dich versehentlich bei Subsistence getötet. Keine Ahnung, wie das möglich war. Na, kann schon sein, weil ich da wahrscheinlich gelegen habe, ne? Und so wie die Geli auch. Bei Tristan habe ich zugeschaut. Was macht denn Tristan? Also, was hat er denn gemacht? So als Event, meine ich jetzt einfach mal so. Ja, ich denke mal, Markim, ich werde ja die Höhle dann wiederfinden. Das ist ja nicht das große Thema. Das wird ja möglich sein. Ich habe ein Skelett dabei. Was ist das hier? Oh, eine Trollfaust. Was ist denn das? Stärke brauchen wir 78 für diese Waffe, ne? Gigantisches, super Riesending. Lag hier jetzt einfach mal so rum. Ja, wie gesagt, also Hand möchte ich einfach mal ein bisschen rumnuben und mit der Erin gemeinsam und mit ihrer Gruppe einfach mal sehen, wie der Gruselfaktor bei dem Spiel Hand ist, wenn man das zu dritt oder zu viert spielt. Und dann einfach mal schauen.
Ah! So kannst laufen, ne? Okay. Ich habe die Hütte etwas verändert. Wir haben bis aufs Dach einen geschlossenen Raum. Oh, das ist sehr, sehr schön. Das klingt sehr, sehr gut. Also ich habe festgestellt, man muss da natürlich unfassbar viel von allem Möglichen sammeln. Ne? Also Stoffe, vor allem auch, man braucht dafür die Wände auch Stoffe. Oh, da ist noch eins und diese blöden fanatischen Templer. Ne? Ich muss dir ehrlich sagen, die gehen mir megamäßig auf den Sack, weil du nur mit Marco. Anno 800 ist auch cool. Du kommst nur mit Magie gegen diese blöden Idioten an. Aber da hängt ja gerade auch ein Bug fest. Das ist gut. Hier ist ein Bug. Das ist wie vorne. Ich habe mir ein Skelett abgeschossen. Ich. Kannst du schon mal so sagen? Nervt. Na, warte mal, Typ, bevor du abhaust. Bleib mal gechillt. Renn mal. Jetzt hat er sich geheilt. Mann, ne, wo ist denn jetzt der Feuerball? Heilung? Feuerball. Das hat er sich geheilt, ne? Ach, shit. Und da ist er schon wieder weg. Ist er wieder oben drin. Bin bei Gothic erste Folge schon dabei. Finde ich total cool. Also ich habe bei Gothic festgestellt, ich habe ganze, weiß ich nicht. Ja, kann man schlecht sagen, 5 bis 12, vielleicht 5 bis 12 Zuschauer, die das anschauen. Das umfasst aber trotzdem die gleiche Wiedergabedauer wie bei Roblox zum Beispiel, wenn da 25 Leute aufrufen. Also ist schon okay. Es kann sein, dass wir eventuell neu starten müssen, je nachdem, wie das mit den Jägern weitergeht. Oh, okay. Also bin da sehr gespannt drauf. Ich denke, wir haben bei Subsistence auch eine Menge Zeit, weil ich glaube schon, das ist relativ noch in der Entwicklung. Und ich denke, da werden auch noch einige Sachen naja, gefixt, kann man vielleicht gar nicht sagen, aber noch ein bisschen angepasst, weil ich finde es doch, es ist schon sehr schwer, weil es, man hat eine Menge sehr hohen Zeitaufwand, um dahin zu kommen, dass man dann sagt, man ist mittendrin. Aber das kann sein, dass es bei The Forest auch so war. Also kann durchaus möglich sein, dass er bei The Forest den gleichen Aufwand auch hatten und das vielleicht einfach sich anders weggespielt hat oder man es gar nicht so gemerkt hat, ne? Das kann schon sein. Vielleicht liegt es auch daran, bei Gothic war es zum Beispiel, glaube ich, so. Oh, hier gibt es mehr Lebenspunkte. Bei Gothic war es, glaube ich, so, dass du ja auch schon viel gemacht hattest und deswegen das vielleicht auch gar nicht mehr so an mir hing und es gar nicht so mitgekriegt habe, was da so um mich herum passiert ist, ne? Hallo Dave Plays, schön, dass auch du da bist. Herzlich willkommen im Livestreamer. Ich denke mal, du bist ja bloß kurz auf den Abstecher hier dabei und wirst wahrscheinlich gleich wieder in einen eigenen Stream starten. Das stimmt, bei Roblox im ersten Video, das haben ganz viele Leute geschaut. Das stimmt. Aber wie gesagt, eben auch nur das erste Video. Alles weitere dann, das ist halt ganz komisch. Es sind immer so die ersten Videos, die ein bisschen besser laufen als der Rest. Und dann ist aber auch schnell. Also das Beste ist immer nur angespielt zu machen. Immer nur ein Video, eine Folge, neues Spiel vorstellen, ne? Heute ist streamfrei. Das finde ich ja total auch mal total cool. Mal völlig entspannt und einfach mal bei so einem wirklich, wirklich guten Rollenspiel wie bei dem hier zu schauen. Leider ist aktuell so, dass wir die Story nicht wirklich weit voranbringen, weil wir hier ich denke mal, das ist fast das Endgame gerade hier, wo wir im Tempel der Orks unterwegs sind. Und da müssen wir einfach nur kämpfen, uns durchboxen. Und da ist schon wieder, genau, da ist schon wieder so ein Vollidiot. Oh, die nerven mich. Ja, das war klar. Ach komm, das war. So klar machen wir das. Das macht auch. Ich mache auch nicht mal Schaden. Das geht mir so auf den Nerv mit den Typen. Und ich habe in meinem Bogen keine Chance gegen die. Ich weiß nicht, was das hier soll. Aber die metzeln mal trotzdem alle weg. Da muss ich die eben im Bug festhängen. Komm, wenigstens einmal. Jawohl, der sitzt. Und jetzt muss ich den irgendwo im Bug festsetzen. Vielleicht bleibt der hier an irgendeiner Ecke hängen. Wir schauen mal. Ich darf im Minecraft-Bereich in deinem Discord nichts mehr schreiben. Was? Wie kann das sein? Du, das kann schon möglich. Oh. Mist. Das kann schon möglich sein. Wir haben da gerade ein bisschen was an den Rollen rumgefummelt. Dass da irgendwie was dabei rumgekommen ist in der Richtung. Das kann durchaus möglich sein. So, jetzt hoffen wir, dass der hier hängen bleibt, wie die anderen auch. Wenn der jetzt durchgerannt kommt, habe ich ein Problem. Natürlich kommt er durch hier ran.
Wenn ich Lust genug habe, klicke ich deine Videos immer an und du bekommst dafür eine Belohnung, mehr Aufrufe. Aha. Okay. Leider ist das so, dass viele Leute, ich habe das jetzt letztens auch schon mal erzählt, da bloß reinschreiben, erster oder zweiter oder dritter. Der Vincent zum Beispiel macht das. Und das schadet eher, weil man dann zwar einen Klick hat, aber eine Wiedergabedauer von 3 Sekunden. Oh, der hängt fest. Okay, sehr gut. Und wenn ein Video bloß 3 Sekunden geschaut wird, dann denkt YouTube, der Algorithmus, dass man nichts kann, offenbar, wenn die Leute sich das nicht lange angucken. Und schon beim Intro wieder abschalten. Oh, jetzt aber komm, komm, komm und. Ah, es war so klar, dass der letzte Schuss nicht zieht, ne? Jetzt bleibt er hier hängen. Komm, bleib hängen da. Ja, dann bleibt er hier hängen. Also wenn ich die Bugs nicht hätte, Freunde, wenn ich die Bugs nicht hätte, ne? Nein, ich hab den Bug nicht. Oh nein. Scheiße. Das muss doch auch anders gehen. Ey, das kann doch nicht sein. Ich muss doch. Warte, jetzt versuche ich einfach mal wirklich den mit dem Hammer zu schlagen, ey. Wenn ich den mit dem Nahkampf nicht kriege, ich muss den doch irgendwie. Guck mal hier. Der nimmt einfach keinen Schaden. Überhaupt nicht, ne? Das ist doch zum Kotzen, ey. Also, ich komme mit der Nahkampfwaffe nicht ran. Ich bin spezialisiert auf Armbrust, ne? Und ich krieg die Blödeier mit der Armbrust nicht weg. Hier, doch! Doch! Die zieht! Komm, geht! Aber guck mal, was ich für. Ohne Witz, guck dir das mal an! Das kannst du vergessen hier! Das kannst du doch alles völlig vergessen! Jetzt muss ich einen Feuerball auf den schießen und dann mit der Armbrust weitermachen und dann muss ich ihn einfach irgendwie, da muss ich jetzt gucken, dass das da alles Mist hier. Ja, komm schon auf mich zugerannt. Komm, kriegen wir jetzt den Schuss hinziehen. Ja, so, er hat gesessen. Jetzt muss ich einfach. Wie, was ist denn das jetzt? Also, kann mir das mal einer erklären? Was ist mit dem Spiel nicht richtig? Wieso ist der jetzt einfach verbrannt? Wieso verbrennen die manchmal einfach? Und manchmal. Also, Leute, das ist mir rätselhaft. Schleierhaft, wenn nicht genug. Okay. So, also das war nichts, ne? Jetzt sind wir aber, ich glaube, guck mal hier, ich glaube, Leute, dass wir ganz kurz davor sind, dass hier irgendwas Spannendes passiert, Freunde. Überhaupt, ich will mal ganz kurz gucken, Spiel speichern. Wir haben aktuell Spielzeit, guck mal hier, 24 Stunden. Freunde. Wir haben aktuell Gothic 1 mit einer Spielzeit von 24 Stunden. Oh, noch so ein Typ. Nein, aber jetzt pass mal auf. Geht ja nicht Mittel. Nämlich Skelette. Gegen den habe ich ein Mittel. Das ist auch alt. Was ist alt? Ja, warte mal. Was meinst du mit, das ist auch alt? Was ist denn alt? So, 24 Stunden Spielzeit. Das muss man einfach mal sagen. Das ist schon eine Menge. So, redet er mit mir oder greift er mich? Oh, da redet, okay. Das Spiel ist wirklich alt. Von 2001 ist das. Das ist älter als die meisten Zuschauer von mir. Was willst du denn? Umkehren musst du hier. Okay. Niemand darf die Ruhe meines Meisters stören. Irrtum. Dein Schläfer wird schon bald hellwach sein. Genau, Bro. Der greift nicht an, guck mal. Der greift mich nicht an. Das ist doch auch schon wieder nicht richtig. Verdammt. Ich bewirke nicht den geringsten Schaden. Ich brauche eine andere. Nun wirst du Ah. sterben. Nichts wie weg hier. Jetzt greift er mich an, okay. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Okay, also ich bewirke keinen Schaden bei dem. Das hat er ja gerade eben schon mal gesagt. Ich brauche eine andere was? Was braucht er denn jetzt? Schreikshütte, Weg in den Schläfertempel. Da guck mal, was damit gemeint ist.
scheint kein Untertauschorgschamane wie die anderen zu sein. Es ist weitaus mächtiger und meine Waffen richten nicht den geringsten Schaden an. Ich brauche eine Waffe, die mächtiger ist als alles andere. Och nö. Ach komm. Ich hab die Waffe, die mächtiger ist als alles andere. Ich kann die aber nicht anlegen. Was liegt denn hier noch? Die Frage ist, ich könnte mal gucken, ob ich den auch... Also meine Dämonen, meine Skelette kriegen den hier jedenfalls nicht platt. Aber der macht ja auch nichts. Der greift ja mich auch nicht an. Also der hängt hier irgendwie auch im Bug fest. Komm, wir schubsen den einfach hier runter. So, mal gucken, ob der Feuerball gegen den Schaden macht. Warte mal. Okay, ne, juckt alles nicht. Aber ich könnte ja mal versuchen, ob ich hier durchrennen kann einfach. Mal gucken, was passiert, wenn ich den am Leben lasse. Weil ich kann die Waffe nicht... 25 Punkte kriege ich im Leben nicht. Am liebsten würde ich dich mal besuchen. Ich bin Fan von dir. Okay, der Daniel, das ist ein super, super Kompliment. Das freut mich riesig. Also, es kommt immer drauf an. Bestimmt kann man... sag mir doch mal, in welcher deutschen Region du so lebst. Bist du eher so in Bayern angesiedelt? Oder... Oh, na, du bist geil. Das habe ich ja so einen Typen. Oder bist du eher so im Bereich Essen angesiedelt? Dortmund, Essen, Köln, Frankfurt. Guck mal, der greift mich nicht an. Doch, es hat einen gerade versucht. Dortmund, das ist auf jeden Fall cool. Naja, wer weiß, vielleicht komme ich ja mal zur Games Convention. Da bin ich ja dann quasi nicht weit weg. Oh, da ist er. Der Tempel, ich geh mal hier hoch. Kommt der auch hier hoch? Der hängt da unten. Oder der kommt nicht hoch, ne? Genau, der schafft's nicht. Und jetzt kommt eins. Oh, guck mal, wie viel Schaden. Apokalyptischer Templer. Ja, na bitte, genau. Oh, die gehen mir alle so. Was ist denn heute hier los? Alles klar. Okay. Okay, ich habe das verstanden. Wo krieg ich jetzt, Pass auf, jetzt wird's ernst. Dann wollen wir nochmal schauen. Okay, den schaffen wir so nicht. Jetzt gehen wir erstmal dahin und lass uns von dem voll quatschen. Und dann rennen wir weg und dann, genau, so machen wir das jetzt. So. In der Nähe von Essen. Nee, ich wohne ganz, 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 ganz weit weg. Also ich bin extremst weit weg von diesem. So. Ja, ja, die kämpfen jetzt gegen den, das hat keinen Sinn. Die machen null Schaden, ne? Also ohne Witz, ich muss die Waffe hier oben anlegen. Ich kann die alle nicht, aber... Also es kann ehrlich gesagt nicht sein. Verdammt. Ich bewirke nicht den geringsten Schaden. Ich brauche eine andere... Nun wirst du sterben. Nichts wie weg hier. Okay, also diese Waffe da, das bringt es nicht. Jetzt können wir nochmal versuchen, ob wir da oben trotzdem an dem apokalyptischen Typen vorbeikommen, indem wir uns da hochstellen. Meine Skelette lasse ich ein bisschen mit dem kämpfen. Guck mal, jetzt kann es aber sein, dass der Bot jetzt echt den richtigen Link geteilt hat. Ne? Ich habe nämlich extra ein Leerzeichen eingefügt noch. Schaffe ich beim apokalyptischen Templer hier oben mit der Armbrust was? Wollen wir nochmal schnell schauen. Ob ich mit der Armbrust wenigstens einen Teil von ein bisschen Schaden machen kann. Ach, hör mir auf. Alter, was ich hier brauche, ich muss mich ganz anders vorbereiten noch. Link ist blau, das ist schön. Das heißt, dass jetzt kann man endlich mal draufdrücken. Das war ja die letzten Monate nicht so. Der bleibt doch hängen, ne? Das ist doch gut. So, diesen apokalyptischen, den kriegen wir auf jeden Fall kaputt. Und wenn das eine Weile dauert. Aber ey, es ist hier ein unglaubliches Ausnutzen von Bugs, aber wirklich. Das ist so richtig illegal, was ich hier mache. Aber ich werde gleich mal gucken, wie viele Lernpunkte habe ich. Vielleicht kann ich die Magie noch steigern und vielleicht kann ich auch noch einen nächsten Feuerzauber lernen oder einen untoten Vernichtungszauber oder irgendwas. Ich werde mal zu Xardas gehen. Aber dann ist das hier herzaubern wieder ewig und drei Tage. Brauche ich wieder, bis ich hier bin. Alter, das kann doch nicht euer Ernst sein. Das muss doch von hier drinnen aus irgendwie klarkommen.
Na ja, gut, den machen wir erstmal weg jetzt da unten. Und da müssen wir im Magiekreis 4 lernen. Und da müssen wir immer gucken, was das so für geile Zauber gibt. Danke auf jeden Fall, Daniel. Das ist super. Das ist echt eine coole Sache, wenn du die ganzen YouTube-Videos dir auch hinterher anschaust. Hier mal, by the way, ich sehe hier aktuell gerade, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Es sollen angeblich 6 Zuschauer sein. Wenn du Bro bist, schreib ruhig mal in den Chat, wer da gerade alles dabei ist. Schreib doch mal die 1 in den Chat, wenn du das siehst. Oder eine 11, wenn du das doppelt siehst. So, jetzt komm, den machen wir jetzt aber fertig, komm. Dave ist noch da, okay. Ich dachte, Dave ist weg. Benny ist da, okay. Benny, herzlich willkommen im Livestream. Nussi ist auch da. Herzlich willkommen, auch du im Livestream. Ja, kommen die Leute hier einfach her und dann hört man und sieht man nichts. Das ist ja unfassbar. Aber cool, dass ihr da seid, auf jeden Fall. Freut mich riesig. Das Ziel für heute ist bekannt, aber schwer zu erreichen, merke ich gerade. So, den haben wir jetzt fertig. Pass mal auf. Jetzt stoppt er. Komm, hau ab, du. So, 1000 Punkte gab's.